Ja, hallo, willkommen zurück hier auf Flame for Fun TV. Heute spielen wir mal ein neues Spiel hier auf meinem Kanal. Es heißt Cosmonautica. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe es vorher auch nicht getestet. Und ja. Starten wir einfach mal. Neues Spiel erstellen. Ja, Kampagne. Tauche tiefer ein. Also wir zocken natürlich erstmal die Kampagne. Retten die Galaxie. Hallo Duga. Hallo? Willst du etwas ausmachen? Endlich mal aufzuwachen? Ja, haha. Schönheitsschlaf, Fotze. Gut, Kurt sei Dank. Kurt. Kurt sei Dank. Du bist wieder unter den Lebenden. Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Habe ich Kot in meiner Hose? Bist erst vor ein paar Tagen an Bord gekommen. Deine Funktion hier ist mir bisher jedoch schleierhaft. Ich bin der mit dem Kot in der Hose. Mehr muss ich nicht machen. Und leider hast du einen schlechten Zeitpunkt gewählt, um hier zu arbeiten. In jüngster Zeit war das Karma hier eher schwach. Mit Kot in der Hose ist das Karma jetzt wieder optimal. Vogel? Unter anderem benahmen sich die Crewmitglieder äußerst merkwürdig. Sie sind einfach gestorben. Die hatten wohl zu viel Kot in der Hose. Ist deinem Vorgänger passiert, armer Kerl. Entweder das oder eine leidenschaftlich angesammelte Menge an Inkompetenz. Was ich eher glaube. Genau, wer bist du? Ach, ich weiß, wer du bist. Du bist der Code Anne, die Satua hier. Ich bin N1L, die KI an Bord. Pah. Ein Vogel als KI eines Schiffes. Ich weiß, warum alle gestorben sind. Nämlich ruhig Nil. Nachdem unsere letzte Mission so kolossal fehlgeschlagen war. Dass selbst ich das Elend fühlen konnte, wurde die Crew stinkwütend. Stinkwütend? Kurt, stinkwütend. Aha. Ja, alles ziemlich unangenehm. Ich konnte nur Triebwerk und Cockpit retten. Der Rest wurde von der Crew verwüstet. Oh. Der Captain. Der Captain, naja, wo ist der Captain, Junge? Ey. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wurde er von der besagten wütenden Crew durch die Docks gejagt. Ich glaube, er ist jetzt an einem besseren Ort. So oder so. So, so. Und ich habe immer noch Kohle in der Hose. Was soll ich machen? Du? Nun, du wolltest deine erste gescheiterte Mission wohl lieber alleine feiern mit Glücksspiel und Alkohol.
Und Kohle in der Hose. Dein Gedächtnisverlust überrascht mich nicht. Du hast nicht einfach nur getrunken, sondern eher das Hirn geflutet. Haha. Arme graue Zellen. Wenigstens warst du beim Glücksspiel erfolgreich und hast etwas gewonnen. Oh. Was denn? Ah. Eine eigenartige Metallkiste. Sie ist fest verriegelt und versiegelt. Keine Hinweise auf ihren Inhalt. Verdammt! Du scheiß Drecksvogel. Mach sie auf, bist du eine KI oder was bist du? Keine Sorge, wir müssen nur jemanden finden, der sie öffnen kann. Weiß, vielleicht befindet sich ein seltenes Artefakt darin. Oder eine neue Windel. Klar, ich ernenne dich zum neuen Captain. Captain Kurt, mein Name. Ich meine, für uns beide kann es doch nur besser werden, oder? Das Schiff ist verlassen und nicht so schlecht für den Anfang. Es ist sogar etwas Geld übrig. Und wir haben den Container. Den Container. Wenn du einen besseren Plan hast, dann sag Bescheid. Nee, ja, okay, doch, nee, weiß ich nicht. Nee. Hm, ja. Das dachte ich mir. X. Ups, Entschuldigung. Nun dann, keine Sorge, ich helfe dir. Außerdem kann es Spaß machen, neue Dinge auszuprobieren. Richtig, Captain? Jo. So sei es, mein Lord. Cosmo Guide oder auch nicht. Lass es heil und lernen. Mit dem Cosmo Guide als erstes müssen wir langsam die Crew und das Schiff ausbauen. Ach so. Feuere einen Piloten an und installiere ein paar einfache Räume. Zurzeit sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Genauso wie unser Geld. Hey, komm, bist doch gleich. Hack mal ein bisschen ein paar Scheine rüber hier. Du kleiner Vogel. Du wärst sowas von schneller ersetzt als KI, das glaubst du gar nicht. Ey. Du kannst deine aktuellen Missionsziele übrigens über das NODE-Interface einsehen. Oha. Cosmo Guide. Willkommen zum Cosmo Guide. Dein freundlichen Gameplay. Informationssystem. Dieser Guide versorgt dich mit wichtigen Details, wenn du sie brauchst. Brauchen wir Guides? Oh. Nutze das Optionsmenü, um diesen Guide zurückzusetzen oder zu deaktivieren. Also fangen wir an. Yay! Mit dem Schaltflächen links kannst du zu verschiedenen Bereichen einer Raumstation wechseln. Jeder Planet benutzt eine Raumstation. Und das ist ein wunderschönes Anfangsschild. Yay! Hey. Okay, danke. Okay. Geld? Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Nachrichten. Wo können wir uns immer die Mission anzeigen lassen? Hier? Bietet verschiedene Informationen zu deinem Schiff und deiner Crew. Moment, keine Crewmitglieder. Okay. Hier findest du nützliche Informationen zu Crewmitgliedern und kannst sie feuern oder befördern. Wenn zwei Crewmitglieder sich nicht verstehen, sinkt mit der Zeit ihre Moral und sie müssen
sozial integrieren, um das Verhältnis zwischen zwei Crewmitgliedern zu verbessern, wähle einen geeigneten Raum, Küche, TV oder Partyraum. Und weise sie Raum zu. Aufgaben. Finanzen. Hier kannst du dir einen Überblick über deine Kontostände verschaffen oder einen Kredit aufnehmen, wenn du genügend Sicherheiten bieten kannst. Gib mir eine Mille und ich gebe euch eine KI. Forschung. Ein Forschungslabor und ein Forscher ermöglichen es dir hier unterschiedliche Fachgebiete zu erforschen. Du kannst immer nur ein Projekt gleichzeitig vorantreiben. Ach, Quatsch. Echt jetzt? Schalte einen Sonnenring nach den anderen frei, um vollen Zugang zu allen Planeten innerhalb eines Systems zu erhalten. Yay! Du kannst nur einen Sektor erforschen, die direkt neben einem bereits erforschten Sektor liegen. Juhu. Boah. Um Installationen und ihre Upgrades freizuschalten, musst du bestimmte Kombinationen von Technologien erforschen. Okay. Jede Technologie hat eine bestimmte Erforschungsdauer. Einfach, Basis, fortgeschritten und Hightech. Hightech! Direkt auf Hightech gehen hier. Wo ist Hightech? Wo? Tja. Missionen! In diesem Abschnitt findest du Informationen über deine aktuellen Missionen. Ey, das war ein Reim. Wenn du einen Auftrag abbrichst, musst du die Verlustbetragsstrafe zahlen. Höre einen Piloten an und installiere eine kleine Kabine, eine Toilette, einen Imbissstand und einen Frachtraum. Questgegenstände. Achso, das versiegelte Geheimnis, Überblick, okay. Autosave. Deine Fortschritte werden gespeichert, wenn du bei einer Station ankommst oder sie verlässt. Okay. Ich möchte aber jetzt gerne aus mein Schiff. Ist das möglich? Wo ist mein Schiff? Schiff. Shipyard. Hier kannst du Schiffe kaufen, warten und anpassen. Denke daran, dass nur bestimmte Stationen über eine Schiffswerft verfügen. Okay. Räume sind zentrale Elemente. Einfache Installationen stehen von Anfang an zur Verfügung. Andere müssen erst erforscht werden. Yay! Installiere Räume, welche die Bedürfnisse deiner Crew abdecken und es ihr ermöglichen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Eine unerfahrene Crew benötigt mindestens eine Kabine, eine Toilette und eine Snackstation auf den Schirm. Ach, ein Scheißhaus wäre nicht schlecht, um den Crew loszuwerden. Zu Beginn kannst du mit einem Frachtraum Geld verdienen, indem du Handel treibst oder einfache Liefermissionen übernimmst. Neben deinem Anfangsschiff gibt es noch weitere Schiffsklassen, die dir unterschiedliche Karrieremöglichkeiten eröffnen. Danke. Kurz gesagt sind Frachter robust, Kreuzer schnell und Raider stark. Raider, zu mir, direkt, danke. Wir werden übelst auf Militär und Krieg und Zerstörung. Weiß ich jetzt schon. Okay, wie baue ich jetzt?
willst nur ein Ort zum Schlafen. Du willst stricken, Selbstgespräche führen, Tagebuch schreiben. Genieße deine persönliche Ritual. Raum nicht erforscht. Ja, okay. Was kauft man sich denn jetzt? Eiskalt, synthetisch oder lebendig. Genieße Kontakt. Okay. Eine Kabine. Das ist eine Kabine. Kauf mit dieser Kabine. Oh, hier ist Triebwerk, hier ist Cockpit. Wo machen wir die Kabine hin? Oben oder unten? Komm, unten. Ändere und optimiere die Position deiner Installation. Missionslager sollten sich beispielsweise in der Nähe von Waffenräumen befinden. Ah, okay, dann. Geile Mucke! Ah, komm, hier kann das gut sein. Einbauen. Torpedos. Neue Schiffe. Unfair und so, oder was? Wohnen. Einrichtungen. Erholung. Wohnen. Bodywell. Was ist das? Das sieht aus wie ein Scheißhaus. Scheißhaus kaufen. Das Scheißhaus muss direkt neben. Obwohl. Ach komm. Kabine haben wir. Scheißhaus haben wir. Eiskalt, wenn ich genieße, kompakte Kalorienbomben. Das hört sich so an, als würden wir hier Fressen kaufen können. Schlafen, scheißen, fressen. Genau in der Reihenfolge muss das sein. So, was können wir denn noch machen? Weg. Eure einen Piloten an. Crew. Was haben wir uns? Keine Crewmitglieder. Hier vielleicht? Jobcenter. Eure hier deine Crew an. Je höher die Stufe eines Crewmitglieds, desto teurer ist das Anheuern. Und desto höher ist sein Sold. Okay. Mensch, weiblich. Pastafari. Personalakte. Belieben. Vorlieben. Fähigkeiten. Koch. Biografie wurde vom skrupellosen Söldner angefangen. Koch, also das ist ein Koch. Kann ich die auch sortieren? Nach Piloten? Alien. Ja. Alien Hybrid. Techniker. Reiniger. Pilot. Ach, hier ist sie doch. Suchdienst nutzen. Pilot. Sonnentäter. Ein Koch. Suchdienst nutzen. Nutze die Suchfunktion am Ende der Liste, um nach einem bestimmten Profil zu suchen. Gegen Gebühr.
Pilot, Sanitäter, Koch, achso. Das. Nee, das wollen wir nicht. Noch nicht. Okay. Männlich oder weiblich? Wer war denn noch der andere Pilot hier? Okay, die beiden. Vorlieben, Fleisch. Was ist ein Vegetarier, wollen wir nicht haben, oder? Aber er ist ein Gamer. Musste ohne richtigen Namen aufwachsen. Kostet 22. Komm, wir wollen Fleischfresser haben. Anheuer. Deine Crew kann aus bis zu 8 Mitgliedern bestehen. Klicke auf ein Porträt, um aktuelle Werte wie Moral, Gesundheit und Bedürfnisse wie anzuzeigen. Wie Bürger? Arrangiere die Position deiner Leute im Crewfeld neu, indem du ihre Porträts verschiebst. Mhm. Okay. Oh. Timeflow. Okay. Im Weltraum kämpfen und bei Katapultreisen kannst du die Geschwindigkeit der Zeit nicht verändern, okay? Bei einer Reise kann deine Ankunftszeit abweichen, wenn dein Pilot krank wird oder sich sonst etwas an deiner Pilotenbesatzung ändert. Falls nötig, kannst du die Zeit beschleunigen. Wenn du weißt, während du dich auf einer Station befindest, wird die Zeit viel langsamer. Im Weltraum kämpfen? Ja. Danke, das hatten wir schon. Illegal. Betäubungsmittel oder Drogenhandel? Ja. Schisswert. Wohlbevölkerung. Ach, das ist mein Schiff. Zustand. Reinigen, reparieren. Nutzungsbeschränkung. Ja, für die Crew-Zustände. Schiff bearbeiten. So, Mission. Sprechen nicht nur Belohnung bei. Nicht Erfolg musst du meistens auch eine Vertragsstrafe bezahlen. Also sei vorsichtig. Für Kampfmission solltest du einen Schützen, einen Waffenraum und Munition besitzen. Für Lichermission muss dein Schiff über mindestens einen Frachtraum verfügen. Diese Art von Mission muss mindestens eine Passagierkabine zerlegen. Abgesehen von einem Frachtraum sind in diesen Missionen mega erfolgreich, hilfreich. Ah, okay. Aber das wollen wir noch nicht machen, oder? Ich glaube, wir haben den Frachtraum vergessen zu bauen. Sind noch neue Schiffe. Oh, das gefällt mir. Waffen? So, das haben wir. Eine Kabine. Warum nicht erforscht? Klo haben wir. Essen haben wir. Diesen Platz für Luft, Gepäck, Güter, Linde, Passagiere, was willst du noch? Ach, das ist ein Frachtraum, okay. Werte anzeigen. Möglich ist, ein Wissenschaftler Forschung durchzuführen. Okay.
Chauffeur hat bis zu 2 Passagiere, also Platz für 6. Okay. Das brauchen wir, einen Frachtraum. Kaufen. Wo kommt denn die Fracht hin? Die Fracht kommt nach oben. Hervorragend, ich bin versucht, meine Erleichterung auszudrücken. Gut gemacht. Ein neuer Captain. Danke. Wir haben aber immer noch einen weiten Weg vor uns. Ich schlage vor, dass wir jetzt damit anfangen, unsere Finanzen zu optimieren. Ich habe die Datenbank des schwarzen Bretts beziert, um uns eine einfache Liefermission zu besorgen. Yay! Ein ansässiger Overlord spendet ein Objekt aus seiner Kunstsammlung als Requisit für einen Film. Irgendeinen Carbonit eingetroffene Schmuggler, die Macht wird direkt auf dein Schiff geladen. Liefere es an das Olomouf Studio auf Thun aus. Die Bedeutung ist außergewöhnlich. 10.000 CR Credits wahrscheinlich. Werf einen Blick in ein Note. Da sind die Missionsdetails. Wähle dann unseren Zielort auf der Solarkarte aus und die Reise kann losgehen. Yeah! Dankeschön. Muss ich noch einen Baum drücken? Genau. Und jetzt. Ich bin so froh, zu dieser Crew zu gehören. Tschüss. Aufgaben. Ja, das kennen wir doch schon. Ne? Schichten. Fliegt, fliegt. Freizeit, Freizeit. Kampf. Okay. Jetzt müssen wir uns später mal angucken. Finanzen, Forschung. Missionen. Okay, wir kommen jetzt zur Solarkarte. Hier. Und wo ist dieses Moon? Da müssen wir hin. Jeder Planet kann unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Die meisten davon wirken sich darauf aus, welche Güter importiert und exportiert werden. Ja. Einige Eigenschaften können sich auf die verfügbare Mission und die Anzahl der Jobbewerber auswirken. Okay. Denke daran, dass die Reisezeit sich ändern kann, da sie von den aktuellen Planetenkonstellationen abhängt. Okay. Künstlergilde. Holzproduktion. Das verkaufen sie. Und das brauchen sie. Okay. Reisen dauert 5 Tage. Jetzt geht's los, ja. Der Cocktailbot auf der Station hatte eine Füllfunktion und fing an, Gratis-Drinks zu verteilen. Rihanna Simon hat sich tierisch besoffen und anschließend auf dem Schiff ein paar Räume beschädigt. Oh, super! Super! Deine Crew kann krank werden, was auf schmutzigen Schiffen häufiger vorkommt. Achte darauf, dass du medizinische Einrichtungen an Bord hast. Okay. Kranke Crewmitglieder kehren wieder auf ihren Posten zurück, nachdem sie sich erholt haben. Ach so, sie pennt jetzt erstmal.
Yeah! Hier ist ja nichts los. So. Mal erstmal Zeitung lesen hier. Und dabei richtig eine abledern. Kann ich hier auch Befehle geben? Scheint wohl nicht. Und ob wir den Planeten erreichen? Eigentlich wollte ich jetzt die Folge beenden. Aber jetzt kommt diese KI. Verhindert es quasi. Nun, wie fühlt es sich an, dein erstes Mal im Weltraum als Captain, der eine Mission kommandiert? Es ist cool, Digga. Du Kackvogel. Es gibt auf unserem Schiff viel zu entdecken. Hast dir also Zeit, um dich umzuschauen. Das erste musst du lernen, wie man die Crew aufstellt und ihre Bedürfnisse befriedigt. Okay, danke, Zeit. Behalte außerdem den Zustand des Schiffs und der Räume im Auge. Okay. Warum muss ich das machen? Wofür habe ich eine KI? Ich komme wieder auf dich zu, sobald wir. Bist du offen, du Vogel oder was? An unserem Zielort angekommen sind. Okay. So, aber jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ihr hier gesehen habt. Und ja, freue mich schon sehr, das Spiel zu spielen. Die erste Folge war leider ein bisschen viel Gelaber. Aber kann ja nur besser werden. Und ja. Oh, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal dann. Und ja, schönen Tag noch und tschüss.